Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir stehen vor der nächsten Boss-Tür, durch die wir allerdings noch nicht durchkommen, weil wir nicht den passenden Schlüssel bzw. die passende Medaille haben. Die können wir uns allerdings schnell besorgen, weil die hier in der Truhe drin ist. Wir aber erst das Siegel davon lösen müssen. Und dazu müssen wir 4 Fackeln anzünden. Und jetzt erst mal durch ein paar Gegner durchprügeln. So. Die da kommen auch noch weg. Oh, der scheint wütend zu sein, so rot wie der blinkt. Und da ist schon mal die erste Fackel. Ah, die Knops, die sind nervig. Aber auch nicht mehr. Und hier wieder. Achso, ich glaube, wenn wir die anzünden, werden sie rot. Weil die kein Feuer mögen. Oh, und noch ein Level Up. Sehr schön. So, dann geht es jetzt nur hier lang. Hier sind nämlich noch ein paar Blobs, die sich gleich wieder aufteilen wollen. So. Und zweite Fackel angezündet. Dann geht es hier wieder durch. So. Wieder noch. Und hier hoch. Aua. Na, du hast schon ein bisschen Wumms. Da das Terrorhühnchen drillen. Oh, und ich merke gerade, während wir im Feuergürtel sind, haben wir auch den Guard an. Das heißt, wir sind immun gegen Angriffe. Was auch praktisch ist. So, noch nur noch weg. Und ein Panakea. Das heißt wieder 3 Lebenspunkte. Ist nicht wirklich viel. Aber ist besser als gar nichts. So, hier noch durch. So, die Terrorhühnchen ausschalten, bevor sie uns in die Luft jagen. Und ja, die schöne Feiermusik noch ein bisschen genießen. Weil nach dem Bossgegner kommen wir ja in die Silent Sands. Dort klingt die Musik dann nicht mehr ganz so toll, aber immer noch gut. Die Feiermusik ist übrigens meine zweitliebste Musik hier nach der Bossfight-Musik. Obwohl ich die Intro-Musik eigentlich auch gar nicht mal so schlecht finde. Ah, ich denke, die kann man mit dem von Guilty Fires auf denselben Platz stellen. Also am besten gefällt mir noch die Bossfight-Musik, muss ich ehrlich zugeben. So. Und dann die letzte Lampe anzünden. Und ich merke gerade, wir haben schon mehr als genug jetzt Krieg zusammen. Für das Upgrade, was wir brauchen. So, anzünden. Und kurze Zwischensequenz. Wir schalten nämlich hier jetzt die Kiste frei. Und wie durch Zauberhand sind wir auch auf einmal da bei der Kiste. Also diese Barriere war wirklich mit all diesen erloschenen Fackeln verbunden. Wir müssen sich schon was Besseres einfallen lassen als das. Ja, das müssen wir. Müssen sie. Denn wir haben jetzt die Konstruktmedaille erhalten. Damit können wir die Türe in die Kammer des Konstruktes öffnen. Was natürlich klar ist. Aber vorher verbessern wir erst einmal parieren wir unsere Schaden durchs Terrain, also durch die Lava, und machen unsere Rüstung noch besser. So. Speichern nochmal kurz. Und dann geht's schon
ab in die Kammer des Konstruktes. Sesam, öffne dich. Und die Musik geht aus. Ja, die Kammer des Konstruktes. Hier dort lösen sich die Stufen auf. Und da kommt er auch schon. Ja. Gelad wie das monströse Konstrukt. Aua, das war zu früh gesprungen. Das müssen wir anders machen. So, erstes Ding ist weg. Oh, und jetzt macht er schon den da. Das ist seine nervigste Fähigkeit eigentlich. Oder ich sag nervig, nicht heftigste, weil der Typ ist einfach nur nervig. Mehr nicht. Das ist eigentlich der leichteste Bossgegner. Aber ansonsten kann er einfach nicht viel. Er bewegt sich nicht. Er kann nur zuschlagen. Wow. Und ansonsten kann er wirklich nichts machen. Außer uns den Boden unter den Füßen wegnehmen. So, erster Arm wieder weg. Und er macht schon wieder diese Fähigkeit. Machen wir mal den da an. So. Aua, das war nicht gut. Jetzt spuckt er wieder so ein Explosionshühnchen aus. Und beißt gleich wieder zu normalerweise. So, zur Hälfte haben wir ihn schon mal runter. Und einfach springen. Komm, schlag zu. Deinem Laser weichen wir aus und davor rennen wir lieber weg. Das macht er schon wieder, dass er hatte heute wohl Freude, das zu machen. Aber dem Ausweichen einfach nur nicht schnell, zu schnell rennen, sonst rennen wir nämlich in die Explosion vor uns rein und nicht zu lange stehen bleiben. So, linker Arm weg. Jetzt muss er mit dem anderen zuschlagen. Und den prügeln wir auch einfach weg. So. Jetzt haben wir ihn schon fast kaputt. Das Ganze müssen wir wahrscheinlich nur noch einmal machen. Komm, beiß zu. Na, das war falsch. Das war zu früh. Aber wir haben ihn trotzdem noch hart genug erwischt. Wupp. Einmal springen. Da hat der Sprungknopf gehangen. Aua. Aua. Das war nicht gut. Und er macht das schon wieder. Ja, und er ist zwar der einfachste Boss, aber unvorsichtig werden sollte man trotzdem nicht. Das kann ins Auge gehen. Wie ich gerade bewiesen habe. So, seinen kleinen Minion weg. Und mal ordentlich auf seine Hand draufhauen. So. Aua, das war wieder nicht gut. Davor müssen wir jetzt wieder weglaufen.
Und am besten hier rüber, wo wir mehr Platz haben. Und stirb. So. Damit haben wir Boss Nummer 3 beim ersten Versuch besiegt. Auch wenn ich ein bisschen leichtsinnig war und es ein bisschen knapp geworden ist. Aber wir haben es geschafft. Und können weiter. Hier die Treppe hoch und die Silent Hands gleich treten. Warte. Oh, wir werden aufgehalten. Ah, da ist Unica schon wieder. Du bist es. Danke, dass du mich vorhin gerettet hast. Und dass du mir das Schwert meines Vaters gegeben hast. Hm? Ich weiß nicht, was du meinst. Warum sollte ich von meinem Weg abkommen und dem Feind helfen? Ich weiß es nicht, aber du hast es getan. Als du mich aus dem Korridor geschleppt hast, war ich bei halbem Bewusstsein. Aber ich weiß, dass du warst es, der mich rausgetragen hat. Daran kann ich mich klar erinnern. Hm, klingt, als hättest du geträumt. Vielleicht ein Albtraum. Wenn das alles ist, was du zu sagen hast, dann muss ich dir leider sagen, dass ich weiter muss. Warte. Mein Vater hat mir von dir erzählt. Er sagte mir, dass du der vertrauenswürdigste aller Männer wärst. Dass du dich sehr um die heiligen Ritter gekümmert hast. Ich denke, dieser Kishgal war es, der ihn getötet hat. Es tut mir leid, dass ich vorher die Schlüsse gezogen habe. Hm, kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich bin immer noch dein Feind. Ich stand einfach dabei, als dein Vater gestorben ist. Ich habe nichts getan, um ihn zu retten. Es sieht so aus, als wäre ich derjenige, der sich bei dir entschuldigen müsste, denkst du nicht? Aber die Welt ist ein grausamer Ort, kleines Mädchen. Du musst dich daran gewöhnen oder du bist schon so gut wie tot. Hoffentlich lernst du diese Lektion früher als... Warte, wie bist du hierher gekommen? Hm? Es sollte keine Möglichkeit geben, dass du es durch den Teufelskorridor geschafft hast. Aber du bist hier. Ich frage dich, wie? Wie ist das möglich? Du kannst deinem kleinen Bruder dafür danken. Ja, Cadena. Genau, du. Es ist lange her. Es ist immer noch lange her, Tol. Die Umstände beiseite, es ist gut, dass du okay bist. Es ist sehr nett, dass du das sagst. Aber gut ist in dem Fall sehr relativ. Aber lass uns die Höflichkeiten beiseite lassen. Verstehe ich das richtig, dass mein Bruder einen Weg gefunden hat, den Devils Korridor zum Schweigen zu bringen? Ja, das hat er. Um genau zu sein, hat er eine der Röhren auf den äußeren Balkon zerstört. Also ist es nun eine normale Halle. Oder so normal wie möglich es an einem Ort wie diesem sein kann. Er kommt seinem Schritt als Erbe von Haus Fekt immer näher. Würdest du das nicht sagen? Ich verstehe, also hat er das Rätsel gelöst. Aha. In einigen
Auf einige Arten hast du dich gar nicht verändert. Was meinst du? Ist es nicht offensichtlich? Du kriegst immer diesen stolzen Gesichtsausdruck, wenn jemand deinen kleinen Bruder lobt. Es war es wert, hierher zu kommen, nur um diesen Ausdruck zu sehen. Okay, Junika, wir sollten wieder zurückgehen. Yes, ma'am. Bleibt, wo ihr seid. Was war der Sinn hier, von euch hierher zu kommen? Es gab keine Möglichkeit für eine Begrüßung, als wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ich fühlte mich einfach schlecht, es in so einem aggressiven Zustand zu belassen. Außerdem wollte unsere kleine Ritterin hier dir danken, dass du sie gerettet hast und sich für ihre vorherigen Aktionen entschuldigen. Ich denke, das ist kein Problem für dich. Nein, es ist in Ordnung. Und solange ich jetzt noch deine Aufmerksamkeit habe, möchte ich nochmal eine deiner bedrohlicheren Aktionen verdeutlichen. Die Pläne, die Göttinnen für irgendeinen schlimmen Zweck zu benutzen und Ys zu erobern. Schlimmes Material, das ist sicher. Aber denkst du wirklich, dass dir das jemand abkauft? Also, du warst immer schnell darin, einzuspringen, wenn die Göttinnen in Gefahr waren. Und zwar sehr unvorsichtig. Und wenn ich daran denke, was du gesagt hast und was du bis jetzt getan hast, habe ich nicht wirklich die Intention, dich zu fragen, ob du nicht lieber auf unsere Seite kommst. Aber erinnere dich daran, dass du dich auf uns verlassen kannst, wenn du uns brauchst. Wir sind immer für dich da. Sentimentale Worte. Aha. Das war wirklich ein erbärmliches Spiel für meine Sympathie. Stürmisch und unvorsichtig. Das klingt schon richtig. Aber es ist, wer ich bin und was ich am besten kann. Ich werde diesen Wahnsinn bis zum Ende durchstehen. Okay, progressives Stockwerk. Und wir kriegen noch eine Zwischensequenz geliefert. Erstmal kriegen wir Harmonika-Musik. Und Applaus. Oh, das Bild kennen wir schon. Das haben wir kurz vom Devil's Corridor gesehen. Toll. Fina hat mir gesagt, du bist hier. Es tut mir leid, dass ich dich zu dieser späten Zeit noch besuchen komme. Oh, es ist alles in Ordnung. Ich denke nicht, dass irgendjemand viel Schlaf bekommt heute Nacht. Kein Spaß. Das Ritual beginnt beim Sonnenaufgang. Das ist richtig. Die 6 Priester haben bereits mit den Vorbereitungen begonnen. Morgen Abend sollte alles vorbei sein. Hoffentlich ohne Zwischenfall. Das ist gut. Aber machst du dir keine Sorgen? Wir sind dann trotzdem nur halbwegs sicher. Ach komm schon, du meinst es doch nicht wirklich so.
Aber du sagst die Wahrheit und ich bin bereit, diesen Kommentar jetzt zurückzunehmen. Du sahst niemals so besorgt aus wie in diesem Moment. Du hast diese Entschlossenheit in deinen Augen. Du bist wirklich eine Frau auf einer Mission. Oder besser gesagt, eine Göttin auf einer hohen... ich fühle mich wirklich ein bisschen aufgeregt bei diesem... bei allem, was jetzt vorgeht. Und ich denke, ich bin auch etwas nervös. Aber seltsamerweise bin ich es nicht. Ich fühle mich eher ruhig und gesammelt. Vielleicht ist es die Harmonika. Also, es ist vielleicht etwas übertrieben, aber ich bin froh zu hören, dass mein Geschenk nicht ganz nutzlos ist. Oh, es ist nicht übertrieben. Eine handgefertigte Harmonika aus Kleria von unserem Meisterschmied Salem selber. Wie hast du es nur geschafft, so einen extravaganten Gegenstand in Zeiten wie diesen zu bekommen? Mach dir keine Sorgen darum. Heilige Ritter haben immer noch bestimmte Vorzüge. Und ich habe keine anderen teuren Hobbys. Und außerdem kann ich an nichts Besseres denken, wofür ich mein Geld ausgeben könnte. Was war das? Nichts. Ich habe nur laut gedacht. Würdest du mir die Ehre erweisen, es nochmal zu hören? Ich habe den Anfang dieser lieblichen Melodie verpasst. Es wäre mir ein Vergnügen. Aber pass auf, dass du diesmal gut hinhörst. Und da ist Saul Tova. Es tut mir leid, dass ich Sie warten gelassen habe, Commander. Es ist okay. Ich habe mir nur gedacht, ich versuche es noch ein letztes Mal. Es ist noch nicht zu spät. Bist du dir sicher, dass du es dir nicht anders überlegt hast? Ich bezweifle nicht Ihre Fähigkeiten, Sir. Aber ich kann es einfach nicht erlauben, dass sie diese Mission allein unternehmen. Und ich hoffe, sie wissen gut genug, wie dickköpfig ich sein kann, wenn es zu solchen Sachen kommt. Aber du bist ja immer noch so jung. Du trägst die Zukunft von Ys auf deinen Schultern. Was für einen Vorteil hättest du, wenn du einfach so in den Tod stürmst, in den sicheren Tod? Um sicher zu sein, dass es eine Zukunft gibt, Sir. Die Dämonen sind bereits vor unserer Tür. Und die Ritter und Magier haben alle Hände voll zu tun, sie in Schach zu halten, bis das Ritual vervollständigt ist. Die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass sie uns überrennen, ist, mitten in ihren Rängen zuzuschlagen und sie zu verwirren. Das habt ihr selbst gesagt.
Ich nehme diese Offensive zurück. Ich bin sicher, Kallion. Kallion würde mir die Meinung sagen, wenn ich nicht mitkommen würde. Wir sind derselbe Rang und nur ich soll mit euch kommen. Ich kann die Enttäuschung jetzt schon in seinen Augen sehen. Ja, kann ich auch. Und wenn du überlebst, wirst du dich dafür entschuldigen müssen für den Rest deines Lebens. Nicht nur bei ihm, sondern bei deinen Freunden, deinem kleinen Bruder und natürlich bei Lady Rhea am meisten. Ich bin vorbereitet für die Konsequenzen meiner Aktion. Aber ich möchte nicht alleine sein in dieser Schande. Ich kann mir nicht vorstellen, wie eure Tochter euch vergeben soll, wenn dass ihr das hier jetzt tut. Natürlich, unser Überleben wird mit dem Willkommen, wenn wir überleben will, werden wir als Helden willkommen sein. Aber es werden auch schlechtere Zeiten beginnen. Und die Dämonen werden nicht aufgeben. Wie auch immer, der Morgen kommt. Ich denke, es ist Zeit, dass wir unsere Schicksal begegnen. Ja, Sir. Jupp. Und nach dieser Zwischensequenz, in der wir gelernt haben, dass Tol und Saul Tova sich auf die Erdoberfläche geschlichen haben, betreten wir jetzt die Silent Sands. Und speichern erstmal und jetzt mache ich einen Cut. Bis gleich.